Hallo und herzlich willkommen zur vierten Aufnahme von unserer Tutorialreihe zu den Partikeln. Ja, heute möchte ich euch gerne erklären, wie wir mit einer Helix arbeiten. Das sieht dann ungefähr so aus, dass wir eine Spirale um uns rum basteln, die aus Partikeln besteht. Und dazu machen wir einfach wieder in unser Particle Utils eine neue Methode. Das ist in diesem Fall dann unsere Helix. Und ja, damit werden wir dann arbeiten und werden das Ganze weiter ausbauen. Und ich habe mich entschieden, dass ich am Ende der Tutorialreihe, das heißt, wir werden wahrscheinlich so 10 Folgen hier in dieser Tutorialreihe haben, dass wir am Ende so eine schöne kleine Utils-Klasse haben, die ich dann auch einmal zum Download stellen werde. Falls es bei euch nicht geklappt hat, könnt ihr die dann halt nutzen. Trotzdem würde ich halt empfehlen, dass ihr das Ganze hier einfach mal mitschreibt. Ja, so, und dann wollen wir einfach mal starten. Als erstes brauchen wir eine Methode. Das ist einmal in diesem Fall public static void create helix. Dann brauchen wir player p und wie ich das immer mache mit dem Effekt e, weil wir den Effekt e dann direkt einstellen wollen. Ja, und das war das Ganze auch schon vom Grundaufbau aus drumherum Grundaufbau sehen. Nein, natürlich geht's noch weiter. Als erstes müssen wir uns ein Runnable machen. Das ist einmal ein new bucket runnable. Ja, es ist eine andere Methode für Runnables. Ich nutze jetzt in diesem Fall diese hier, weil die noch ein bisschen andere Funktion hat. Als erstes importieren wir den mal eben kurz. Und run task timer. Dann müssen wir einmal in unserer Main-Klasse hier einmal main m machen. Das machen wir einmal in diesem Fall public static new new cube y. Ich mache es jetzt mal mit dem y. Y gleich this. Was genau macht das Ganze jetzt in diesem Fall? Wir casten einfach das this auf die y-Variable. Somit können wir aus jedem das this aus der Main-Methode rausholen. Relativ simple Variante. Da war's. So, und hier machen wir dann einfach youtube.y und dann sollte das gehen. Wird ja auch gleich mosern. Als Delay müssen wir 0 machen und als Period 1. So. Damit haben wir das Ganze schon. Jetzt möchte ich jetzt sollen wir die Methods implementen, wie ihr das aus den normalen Bucket Schedulers kennt. Das ist jetzt ein Runnable, ist ähnlich. Trotzdem müssen wir auch vorher noch oben was eintragen. Ich mache das. Wir können einen Abstand machen. Als erstes machen wir die Location Lock, weil wir nicht wollen, dass sich, weil unser Spieler währenddessen bewegt, was halt trotzdem immer noch Millisekunden ist, aber sollte unser Spiel sich bewegen. In kürzester Zeit, wie plötzlich eine komplett versaute Helix haben. Entschuldigung. Und das Ganze wollen wir nicht. Und deswegen setzen wir die Location Lock vorher. Dafür machen wir Location Lock gleich p.getLocation. Und damit hätten wir schon mal die Location gesetzt. Die werden wir gleich brauchen. Dann brauchen wir einmal Double T. Die setzen wir 0. Die werden wir gleich einfach nur zum Casten brauchen. Dann Double R, also der Radius. Den setze ich jetzt mal auf 1, den können wir aber auch später noch verändern und damit rumspielen. Double up ist gleich die Variable, wie viel man hochgeht. Ich sage immer so 0,2. Das muss auch jeder selbst entscheiden. Und ja, jetzt kommt unsere Methode. Dazu machen wir t gleich t plus math und pi. Also math pi, wisst ihr, pi ist ja ein Kreisradius. Und davon brauchen wir das Ganze. Dann Double X ist in diesem Fall dann Radius mal Math Cosinus, also Math von Cos, und dann da rein wieder T. Dann Double Y ist in diesem Fall einfach nur Up mal T, weil wir ja immer die Up-Variable haben. Dann Double Z ist gleich R mal Math von Sinus. Also math.sin und daran wieder t. Und dann kommt der, machen wir jetzt einfach noch log.add und dann x, y, z. So, damit ist die Location geaddet. Dann machen wir einfach log.getWorld und playEffect. Dann log e und 1. Also E nehmen wir Effekt, die Location von unserer alten Location, weil wir die Log haben wir jetzt ja hier die Sachen dazu geaddet und deswegen können wir hier die Location reinmachen.
genau das gleiche, wie wir, wenn wir mal sagen würden, log gleich log.blalala und so weiter und so fort. Und dann Effects, logisch, und den Effekt wieder von oben genommen und hier die 1. So, und dann machen wir einfach noch danach log.subtract und dann x, y, z. Warum? Logischerweise, weil wir jetzt hier immer wieder ein weniger gehen, ne? Wir wollen ja, dass das wieder neu gesetzt wird und deswegen entfernen wir sozusagen wieder diese geldenden Sachen. Ja, und jetzt schreiben wir einfach ab if t größer math.py mal 4. Das Ganze könnt ihr verändern, wenn wir es mal verändert, dann wird das umso größer werden. Ja, und jetzt bräuchte ihr noch ein paar Eintrag is.cancel und damit haben wir schon unsere Helix-Methode. Relativ simpel, aber von der Rechnung her ziemlich kompliziert. Deswegen, das ist fucking freaking Mathe. Also wer keinen Bock auf Mathe hat, einfach abschreiben. So, und jetzt gehen wir einfach in unsere Listen auch. Wir hatten ja hier schon die Blaze dort gemacht. Jetzt wollen wir ja mal eine Helix machen. Und dazu nehmen wir uns einfach mal, was nehmen wir uns denn mal? Wir sagen mal für eine Helix nehmen wir uns ein Magma Cream und machen dann hier Create Helix, hatten wir, oder? Ja, nimmt er so. Und als Effekt nehmen wir mal Lava Pop. Was ist Lava Pop? Lava Pop sind solche kleinen Lava-Partikel. Das Ganze werdet ihr jetzt gleich sehen. Wir exportieren das Ganze eben. Erst so exportiert. Dann wird sich das einmal öffnen. Ich muss einmal kurz den Ordner raussuchen aus meiner so riesigen Festplattenkombination hier. Da wir. Und dann einmal YouTube rein in die Plugins. Können das setzen. Dann starten wir den Server. Und wir starten gleich mal dazu mal Minecraft. Gut, dass man sich mittlerweile immer fest eingeloggt bleiben kann. Play. So. Ihr seht schon, alles geladen. Startet und perfekt. Multiplayer. Und jetzt gehen wir mal auf den Server hier. Das ist ein anderes. Anderes Server. Und ja, voilà. Jetzt sind wir hier auf der Welt. Wir hatten ja noch vom letzten Mal die Cage und diese Cage. Und jetzt wollen wir das Ganze ja auch mal mit unserer Helix testen. Das machen wir einfach. Das ist nicht so erkennbar, ne? Weil die so springen. Machen wir was anderes. Wir nehmen es anders. Wir nehmen hier auch nochmal Happy Villager, weil Happy Villager einfach dadurch, dass die Partikel in der Luft stehen bleiben und danach einfach wieder verschwinden, doch deutlich besser hält. Deswegen nehmen wir nochmal Happy Villager, auch wenn das einfach total eintönig ist und wir es jedes Mal nutzen. Ist besser, als wenn ihr das nicht so gut erkennen könnt. Nochmal Reload und nochmal hier gucken. Ihr seht es. Cool, oder? Das Ganze könnt ihr jetzt verändern, wenn ihr sagt, jetzt das Up ist mir ein bisschen zu hoch, setze ich ein bisschen runter. Geht ihr jetzt einfach in Partikeljutils, sagt, okay, gut, Up wollen wir nicht 0,2, sondern wir wollen 0,1. Dann würde ich euch ja empfehlen, wenn ihr die Spirale genauso groß haben, hoch haben wollt wie vorher, dann würde ich halt hier in diesem Fall 8 machen. Bedenkt aber, ihr habt dann trotzdem doppelt so viele Sachen, ne? Weil wir hier sagen, fragen wir ab, der Kreis. Ne? Also wenn t größer ist, dann ein Kreis mal 8, also 8 Kreise. Gerade eben waren es 4 Kreise, jetzt sollten es 8 Kreise sein. Das Ganze können wir ja mal überprüfen, ob das auch tatsächlich 8 Kreise sind, wie ich es jetzt gerade hier groß labere mit meinem Mathewissen. Aber ich denke, das sollten 8 Kreise sein. Hier war kurz 1, 2, 3, 4, 5, ja, ungefähr 5 waren es, warum auch immer. Ihr seht, er kreiselt jetzt deutlich mehr. Was habe ich denn gerade nicht verrechnet, dass es nicht 8 Kreise sind? Egal. Ich habe mich auch nicht verrechnet. Auf jeden Fall, ist das unsere Helix. Und ihr seht halt, die Kreise jetzt viel mehr als vorher. Ist aber jetzt längst nicht so, dafür geht sie längst nicht so weit hoch. Könntest du aber jetzt, glaube ich, meinen Kopf gerade darauf verwetten, dass das 4 sind, oder? Ja, es sind ungefähr 4.
Es sind vier. Das heißt, das ist ein Halbkreis? Egal. Irgendwann komme ich noch drauf. Auf jeden Fall können wir jetzt hier mit unseren schönen Helixen überall hin verteilen. Dann haben wir solche coolen Helixen, die hier überall laufen. Yay! Und die auch wieder wegploppen. Ja, und damit haben wir jetzt auch noch eine Helix gemacht. Und ja, mal sehen, was wir im nächsten Tutorial machen. Ich werde weiter solche Partikeleffekte, Helixen und sowas machen. Und da werden wir auch in die Richtung weiterhin gehen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!